Und dann Moinsen zu diesem Stadion- und auch Audio-Vlog gegen die TSG Hoffenheim. Ich habe richtig Bock auf das Duell, richtig, richtig Bock. Das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich glaube, auch für neutralen Zuschauer könnte es echt ein gutes Spiel werden tatsächlich, weil auch Hoffenheim hat einen sehr, sehr starken Saisonstart hingelegt. Einer der besten ihrer, klar, im Vergleich zu uns, noch sehr, sehr jungen Bundesliga-Karriere oder Bundesliga-Historie. Aber auch die haben einen sehr guten Start hingelegt. Unter unserem Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo, Hoffenheim dasselbe, auch Hoeneß war schon mal bei denen. Und auch der hat gesagt, wir brauchen eine sehr, sehr gute Leistung, um 3 Punkte mitzunehmen oder gar auch nur einen Punkt. Das war die Aussage auf der PK am Donnerstag. Das wird schon alles andere als einfach gegen die. Trotzdem, ich dachte mir auch gegen Wolfsburg wird alles andere als einfach, war auch nicht einfach, ne? Auch Union, klar, schlechter Saisonstart, aber auch da dachte ich, ja, ist trotzdem eklig, noch nie gewonnen gegen die in der Bundesliga. 3-1 gegen Wolfsburg, 0-3 bei Union, beides einfach Wahnsinn, mit Bravour erledigt die Aufgaben, mit Toren ein schöner als das nächste. Der Auftritt bei Union war so dermaßen solide und so abgekocht, so selbstsicher gerade, habe ich auch alles schon gesagt in verschiedenen Fazitvideos zu den Spielen. Deswegen gibt es keinen Grund, nicht nur 1% gibt es gerade, um nicht dieser Mannschaft 100% zu vertrauen, dass sie gefühlt jeden schlagen können aktuell, ohne zu überdrehen. Aber auch gegen Hoffenheim gehe ich davon aus, dass sie heute richtig die Hütte brennt, auch stimmungsmäßig. Sowieso ist ja alles ausverkauft für die nächsten Wochen, egal wo wir hinreisen, egal ob Heimspiel, egal gegen wen. Support ist da, Euphorie ist da. Ich habe richtig, richtig Bock auf das Duell deswegen. Und deswegen gewinnen wir das Ding auch so. Wir haben bisher alle Heimspiele gewonnen, Hoffenheim auch bisher alle Auswärtsspiele gewonnen. Das wird leider heute brechen, denn der Heimsieg bleibt in Stuttgart.
zurück. Genau die kalte Szene trifft er gegen Freiburg. Scheiße. Sonst hatte ich ja immer hier direkt das Fazit hinten dran, aufgrund ja, des Aufwands hier ganz schlicht mit dem ganzen Video, Audio und so Geschichten. Und weil das Fazit wieder sehr, sehr lange wurde, habe ich mich entschieden, das Fazit schon
zuvor hochzuladen, danach an den Schnitt ranzugehen von dem Video, was ihr hier gerade gesehen habt. Das heißt, Spielfazit gerne dann in das andere Video reinklicken.